So Leute, und herzlich willkommen zum diesmonatigen Blackie Talk, der ein bisschen anders ist wie das, was ich normalerweise mache. Ihr seht schon, ich habe einen Greenscreen hinter mir. Das bedeutet, ich bin nicht im Laden und nehme den Blackie Talk ausnahmsweise mal nicht in meinem Local Game Store auf. Das liegt daran, dass ich halt wirklich mit dem Greenscreen heute arbeiten muss und möchte. Ich heute in diesem Blackie Talk eine Menge auch zeigen werde. Deswegen ist es so eine Mischung aus Blackie Talk, Blackie zeigt, Blackie erklärt, alles Mögliche. Als allererstes, ihr seht es ja schon im Titel, Blackie Talk Legacy on a Budget. Budgetfragen kriege ich sehr häufig, vor allem in letzter Zeit wieder ein bisschen verstärkt, weil viele Leute haben Bock auf Legacy, aber sie können sich das halt nicht unbedingt komplett direkt in dem Maße leisten. Und gerade jetzt bei den Reserved List Spikes, die wir hinter uns haben und auch teilweise noch kommen werden, meiner Meinung nach, ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger, irgendwie in Legacy einzusteigen. Deswegen rückt das Format immer weiter weg für manche Leute. Und deshalb dachte ich mir, mache ich mal dieses Video, weil es auch viel gefragt wurde. Wenn irgendwas in meiner Brille spiegelt, es tut mir leid, das Setup ist nicht perfekt, aber ich wollte das Video heute unbedingt noch aufnehmen, weil ich bin ein bisschen im Verzug. Als allererstes muss ich hier natürlich definieren, was für mich on a budget bedeutet. On a budget ist bei mir in einem Bereich, wo manche Leute schon anfangen werden zu schlucken. Budget geht bei mir halt im dreistelligen Bereich los. Also wenn ihr einen Deck sucht, unter 100 Euro... kann ich euch, glaube ich, nicht mit dienen. Selbst das Burn-Deck, was ich euch vorstelle, ist teurer, glaube ich. Ich rechne hier nur mit den Einzelkartenwerten. Ich rechne hier nicht mit Versand. Ich rechne nicht irgendwas noch oben drauf. Ich zeige euch die Dollarpreise. Dollarpreise und Europreise sind ja nicht immer gleich. Also der Dollar ist immer ein bisschen höher als der Euro. Das heißt, von dem Preis könnt ihr auf jeden Fall noch was runtergehen. Aber es geht wirklich darum, euch ein bisschen was zu zeigen, was sich in diesem Bereich befindet, bis maximal 1000 Euro. Und ja, das ist Budget für Legacy. Ich habe auch Leute, die zu mir sagen, oh, das kann ich mir auf keinen Fall leisten. Ich möchte kein Legacy spielen. Das ist mir viel zu teuer. Und dann schaue ich denen ihre Commander-Decks durch. Und dann kostet ein Commander-Deck mehr als manche Decks hier auf dieser Liste. Unterschätzt nicht, wie schnell man auf 500, 600, 700 Euro mit einem Deck kommt. Auch mit einfach kleineren Midrange-Karten, so ein Zehner hier, ein Zehner da. Ganz, ganz schnell landet man da schon. Ich meine, die Milchmädchenrechnung ist ganz einfach. Ihr habt ein Commander-Deck, die kosten 10 Euro, die Karte habt ihr 1000 Euro Commander-Deck. Und das erklärt auch ganz schnell, warum wir auf solche Werte kommen bei manchen Decks, leider Gottes. Ich habe versucht, euch hier eine Mischung aus verschiedenen Decks herzustellen. Nicht nur stupide Agro-Decks oder nicht nur die ganze Zeit Aether-Fuel-Decks oder ähnliches. Ich zeige euch die Listen. Die Links zu den Listen kann ich euch nicht alle in die Kommentare packen. Das sind wahrscheinlich zu viele. Es sind eine Menge Listen. Ihr seht das ja unten schon in der Timeline. Die sind eingeteilt, wann welches Deck kommt. Also wenn euch ein Deck irgendwie gar nicht interessiert, direkt bei der Liste seht, ist langweilig, klickt einfach mal dann schon mal aufs nächste. Aber wenn ihr nach den Decks googelt, kommt ihr da relativ schnell drauf. Meine Referenzseite ist in dem Fall MTG Goldfish. Es gibt auch noch ganz andere MTG Decks, MTG Top 8. Es gibt unendlich viele Seiten, um seine Decks zu speichern. Und manche Leute, beziehungsweise viele Leute, machen es eben auf MTG Goldfish. Deswegen nutze ich diese Seite. Des Weiteren werde ich euch zwei Kategorien vorstellen. Ich werde euch einmal die Kategorie Main Deck vorzeigen. Das sind Decks, die zwar on a budget sind, wo ihr aber das Problem habt, dass dieses Deck sehr viel Vorbereitung braucht. Es braucht sehr viel Tiefe und ihr habt einfach nicht die Möglichkeit, dieses Deck als zweites Deck Ewigkeiten im Schrank liegen zu haben. Dann zu sagen, hey, ich nehme das mal raus, ich spiele mal eine Runde. Trollolol, hab gewonnen, okay, wir können jetzt wieder was anderes spielen. Sondern das sind Decks, die dafür sorgen, dass ihr dieses Deck aktiv ganz viel spielen müsst, um das Deck zu beherrschen, um damit gut zu sein, damit was zu reißen. Die anderen nenne ich einfach mal Side-Decks. Jetzt habe ich erklärt, was das Budget ist, worum es sich hierbei dreht. Sachen, die ich rausnehme und Sachen, die euch immer wieder auffallen werden, wird sein, wir werden, ich glaube, bis auf ein Deck keine Duels spielen. Duels sind unglaublich teuer geworden, selbst die Revised Duels sind teuer geworden. Aktuell gibt es so ein paar Karten, die als auch Duel Lands irgendwo verschrieben sind. Die habe ich halt wirklich noch im Preis drin, weil oftmals sind die Decks, die City of Traders spielen, gleichzeitig auch sehr, sehr günstig vom Rest der Karten. Und es wird hier und da mal eine Reserved-List-Karte kommen. Das ist halt einfach nicht zu verhindern. Aber ja, starten möchte ich mit dem Deck, wo ich, glaube ich, am meisten zugefragt werde. Das ist die Trap, die Legacy vorbereitet. Death in Texas. Ich bin bekannt für das Deck. Leute, die diesen Channel kennen, Leute, die mich persönlich kennen, wissen, ich spiele unglaublich viel Death in Texas. Ich spiele das Deck seit Ewigkeiten. Ich habe damit schon einiges gewonnen. Es ist einfach mein Favorite-Deck. Und es ist auch noch saugünstig.
Das Problem ist, dieses Deck würde ich niemals einem Anfänger empfehlen. Niemand, der ankommt und sagt, ey, ich habe so ein bisschen Erfahrung mit Magic, ich würde gerne Legacy spielen, ich kaufe mir jetzt Death in Texas, weil das ist günstig. Ihr seht oben den Preis, $1000, vergesst es. Im Normalfall ist das Deck so zwischen 400 und 600 Euro schwer, was viel an Aetherfuel, Wasteland und Schadenports liegt. Und das sind alles so 20 Euro, 30 Euro Karten. Aktuell ist auch die Stoneforge sehr teuer. Das liegt, glaube ich, in irgendeinem Deck in Modern, weil im Legacy ist die Stoneforge nicht ganz so krass gespielt. Aber auch die ist teuer, dementsprechend gehört die auch zu den teuren Karten. Und natürlich Sword of Fire and Ice, Batterskull und Omizawa's Yitte, wobei die noch relativ günstig ist. Das sind so die teuren Sachen in diesem Deck. Das Deck ist, wie gesagt, es ist super günstig und es sieht super einfach aus, weil man hat so ein bisschen Kreaturen, Aetherviole, man haut den Gegner, ist ganz cool, ist mono-weiß, mögen Leute. Das Deck ist bockschwer. Viele Leute unterschätzen das. Ich habe das am Anfang auch unterschätzt. Ich habe mit dem Deck nicht ganz angefangen, aber es war eins meiner ersten Decks. Death in Texas ist kein Deck, was man im Schrank stehen hat, wo man dann sagt, hey, ich nehme das Deck mal raus, ich spiele damit mal und gewinne damit mal. Death in Texas ist aus der Kategorie Main Deck. Viele Leute vergessen, dass das Death in Texas kein Main Deck ist und wundern sich dann, warum sie mit dem Deck nur ins Gesicht bekommen und nur verlieren und niemals Spaß haben und immer bestraft werden für jeden Play, den sie haben. Ihr braucht eine Mindestkonstanz an Magic in eurem Leben, damit ihr dieses Deck einigermaßen gut pilotieren könnt und daraus lernen könnt. Das Beste, was einem Death in Texas Spieler passieren kann, ist, dass er haufenweise Death in Texas Mirror Matches hat. Sobald er das Death in Texas Mirror Match kann er alle Interaktionen dieses Decks. Deswegen gebe ich dann auch am Ende von jedem Deck so eine kleine, würde ich empfehlen, würde ich nicht empfehlen oder eben kann man machen, wenn man unbedingt möchte. Also eher positiv, neutral oder negativ. Und deswegen, so leid es mir auch tut, kriegt Death in Texas in dem ersten Deck, was hier vorgestellt wird, ein Negativ. Das nächste Deck, was den Leuten einfällt, wenn sie an Budget denken, ist Burn. Auch in Legacy ist Burn mittlerweile wieder ein Deck. Ihr seht hier eine Deckliste. Diese Deckliste spielt keine Fetchländer. Burn kann Fetchländer spielen, wenn ihr welche rumliegen habt. Ihr müsst aber nicht. Die Vorteile davon, die Nachteile von Fetchländern, das könnt ihr auf anderen Channeln zuhauf sehen. Es gibt ganz viel Game Theory zu Burn und da könnt ihr euch das wirklich mal anschauen. Super, super interessant. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ihr habt wenig teure Karten im Mainboard. Ihr habt, glaube ich, das Island of Great Reveal, was ein bisschen teurer ist. Goblin Guide und Swift's Wir sind alle so ein kleiner Betrag, aber nicht wirklich viel. Das Sideboard hingegen hat mit Surgical Extraction und Leyline of the Void wichtige Pieces, die sehr teuer sind. Und auch die Anthony Bridge, die hin und wieder mal gespielt wird, ist nicht zu verachten. Um Geld her. Aber das ist praktisch alles, was dieses Deck an Kosten hat. Burn ist auf jeden Fall ein Deck, was man als Main Deck und als Side Deck spielen kann. Ihr habt mit Burn ein Deck, welches aggressiv versucht, in möglichst wenig Zeit möglichst viel Schaden anzurichten. Viele Leute sagen, Burn ist stumpf. Ich bin der Meinung, Burn ist nicht stumpf. Deshalb kriegt Burn von mir, auch wenn viele Leute es seltsam finden werden, auf jeden Fall ein Positiv. Und dann werdet ihr ganz häufig auf die Aussage treffen, Blau ist die teuerste Farbe Magic. Dieses Deck widerlegt das ganz schön. Und zwar haben wir Mono Blue Delver. Ihr seht schon oben an den Kosten, wir bewegen uns auf einmal in einem ganz anderen Bereich. Und Blacky hat ja am Anfang gesagt, so vierstellig darf es auf keinen Fall werden. Warum steht er jetzt 1,7? Das kommt durch die Fetchländer. Viele der Fetchländer, die hier gewertet sind, sind sehr teuer. Und die Kosten davon könnt ihr auf jeden Fall sehr schnell runterdrücken, indem ihr einfach mehr Flooded Strand und mehr Polluted Delta spielt, was einfach die günstigsten Blau-Fetches sind vor dem Reprint in Modern Horizon. Ich habe keine Ahnung, wie es danach sein wird. Aber auch während dem Reprint kann man mal so ein Fetchland ziehen aus einem Booster und kann damit eben das in dieses Deck tun und damit den Preis drücken. Da wir nur Basic Lands fetchen, können wir theoretisch auch eine Vista spielen, was auch ziemlich, ziemlich gut ist. Es gibt vom Mono Blue Delver, von allem, was ich gesehen habe, zwei verschiedene Versionen. Es gibt einmal die Snow-Version, das ist nicht die, die hier gelistet ist. Die ist auch ganz cool, die ist relativ neu, die habe ich bei Eternal Battlegrounds im Stream gesehen, mal ein bisschen getestet, ist ganz cool. Ich stelle euch jetzt hier die normale Monoblau-Version vor. Delver ist dafür bekannt, ein aggressives Deck zu sein, was den Gegner auch kaputt hauen möchte und dabei eben anfängt, dem Gegner wichtige Sachen zu countern. Delver werden ganz oft als Tempo-Deck bezeichnet. Diese Mana-Effizienz und wie sich das genau mit Tempo verhält, dazu findet ihr auch Game Theory-Videos, die auch sehr, sehr gut sind, sehr großartig sind. Darüber werde ich hier auch nicht reden. Hier geht es in erster Linie eben um das Budget. Wenn wir beim Budget sind, teure Karten,
Force of Will. Force of Will ist immer eine teure Karte, gerade aktuell Zeitpunkt. Aus irgendwelchen Gründen wird es nach dem Reprint immer wieder teurer und keiner weiß warum. Aber es ist eine Karte, die ihr auch wieder loswerdet. Das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Ich werde hier zwischenzeitlich auch mal Decks einblenden und dabei sagen, ey, von da aus kommt ihr nicht weiter. Und das ist halt nicht so geil. Aber mit Karten wie Fetchländern, Force of Will, Force of Negation kommt ihr auf jeden Fall auch in andere Decks rein, andere Bereiche. Und ihr könnt dann eben von einem Deck ins nächste reinsliden, ohne dass ihr einen großen Preis davon mehr habt. Das nennt sich mit einem Nischendeck anfangen und das versuche ich euch zu erklären, dass man das nicht tun muss. Sonst auch hier Wasteland und Leyland of the Void, alles teure Karten, aber ihr merkt schon, es geht hier wirklich um Staple. Von den Kreaturen her ist, glaube ich, der True Name Nemesis der teuerste und das aus gutem Grund, weil der ist nun mal gut, aber er ist auch im Endeffekt für das, was er leistet, kostet das Ding, glaube ich, 6, 7, 8 Euro. Das ist voll okay. Ansonsten seht ihr im Sideboard noch einen Nullrod. Der Nullrod ist nicht unbedingt wichtig, aber sehr teuer. Kann man sich entscheiden, ob man spielen möchte oder nicht. Es gibt auch andere Karten, die man in diesem Slot tun kann. Es muss nicht der Nullrod sein. Auch das spart eine Menge Geld, gerade in der aktuellen Reserved-Type-Sache. Wer ihn hat, kann ihn spielen. Wer ihn nicht hat, braucht ihn nicht spielen. Dementsprechend, Mono Blue Delver ist für mich ein absolutes Plus. Absolut zu empfehlen, dieses Deck, gerade für Anfänger, gerade für Starter. Es hat super viele Interaktionen, es geht nicht komplett gegen Combo-Decks unter, es ist nicht super stumpf, sondern es spielt schon mit den schwersten Karten, mit Brainstorm Ponder, was einfach meiner Meinung nach die schwersten Karten in ganz Magic sind. Damit spielt das Deck schon und damit kommt man sehr weit und sehr gut in das Format rein und man darf eben auch mal blau spielen. Ein Deck, was ich hier nicht covern werde, ist Manaless Dredge. Manaless Dredge ist, abgesehen davon, dass es aktuell nicht wirklich so gut ist, gibt es eine andere Version von Manaless Dredge, die aktuell einfach gut ist. Gerade auch, weil eine Menge davon Reprint jetzt gesehen hat in Timespiral Remastered und das ist einfach großartig, das macht das Deck noch mal günstiger. Ich würde jedem empfehlen, nicht Manaless Dredge zu spielen, sondern dieses hier. Dieses Deck nennt sich All Spells. Das Deck hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, nicht viel. Ich habe hier vor, ich glaube, 5 Jahren mal auf diesem Channel ein Deck-Tag zu All Spells gemacht. Mittlerweile sind aus Zendikar die Länder dabei gekommen, die sehr, sehr cool sind, weil sie eben auf der anderen Seite Länder sind und auf der Vorderseite irgendein Spell damit treffen. Die Combo-Pieces, diese Karten nicht. Was ihr damit versucht mit diesem Deck ist ganz einfach. Ihr versucht in der ersten Runde 4 Mana hinzubekommen, damit ihr einen Undercity-Informant oder einen Balustraden-Spion ins Spiel kriegt und dann euer Deck mildt, indem ihr sagt, ein Spieler eurer Wahl mildt so lange, bis er ein Land trifft und dann könnt ihr euer Deck umdrehen und damit den Namen des Decks verraten. Ups, I have all spells. Teure Karten in dem Deck sind tatsächlich der Elvish Spirit Guide, was mich echt überrascht hat, weil aus irgendeinem Grund ist das Ding teuer. Siemens Spirit Guide hat jetzt einen Reprint gekriegt, ist in Modern gebannt, kostet nichts mehr. Bitte, kann mal irgendwer den Elvish Spirit Guide reprinten? Pact of Negation, den braucht ihr auch, aber der hat jetzt auch einen Reprint bekommen in Timespiral Remastered und deswegen ist der auch gar nicht mehr so teuer. Vorher war der irgendwie über 20, 25 Euro, jetzt kostet er glaube ich 6 oder 7 Euro. Auch das ist vollkommen on a budget. Ähnlich die Turn Timbers. Die Turn Timbers sind in dem monogrünen Challenger Deck jetzt drin von 2021, was ihr auch aktuell für super günstig Geld aufpicken könnt und eben dass diese 3 bis 4 Stück davon schon da drin sind. Und das Challenger-Deck kostet so viel wie die ganzen Turntimer, deswegen kann man davon ausgehen, dass die auch runtergehen im Preis. Die einzigen, die wirklich ein bisschen schwieriger zu machen sind, sind die Academes Awakening. Das sind alles Karten, die ihr braucht, weil ihr braucht das Mana. Ihr müsst irgendwie auf das Mana kommen. Und deshalb auch die letzte teure Karte, Chromox. Chromox wurde in Double Masters gereprintet und war trotzdem auch da teurer. Ich verstehe noch nicht ganz, was das aktuell ist mit Wizard Reprinted Earth und das wird teurer. Kann mir vielleicht irgendjemand von den Financing Guys mal erklären. Ja, sonst haben wir keine wirklich teuren Karten. Leyline kostet nichts mehr, weil es ja die weiße ist. Und auch Force of Vigor ist nicht so teuer. Es ist ein cooles Combo-Deck. Es ist wirklich ein cooles Combo-Deck, wo man einfach Turn 1, Turn 2 gewinnt. Aber es ist sehr stumpf. Es ist ein Deck, was man locker als Side-Deck spielen kann. Ein Deck, was einen nicht voll ausfüllt, indem man dann sagt, ey, jetzt nochmal 25 Runden All-Spells, habe ich voll Bock drauf. Das passiert eher selten. Aber für den Einstieg einfach mal, um ein Deck zu spielen, was eben nicht viel mit dem Gegner interagiert und einfach die Hate-Pieces kennenzulernen, was der Gegner überhaupt machen kann. Super cooles Deck, super nettes Deck, deswegen auch hier eine absolute Empfehlung, eine positive Empfehlung. Wenn ihr Bock an Combo habt, wenn ihr auf Fast-Combo steht, wenn ihr sehen wollt, warum Legacy überall verschrien ist, dass das Turn 1, ich gewinne jetzt Format und dann merken wollt, warum es nicht so ist, dann könnt ihr dieses Deck spielen und ihr seht schon, es kostet nicht die Welt. Von einem Combo-Deck zurück zu
einem Aetherfiolen-Deck. Ich werde hier jetzt einfach zwei Aetherfiolen-Decks gleichzeitig abhandeln, weil sie ähnlich aufgebaut sind, ähnlich funktionieren und damit einfach alle anderen außer dessen Texas und Esperweil-Decks mal hiermit zusammenfassen. Dazu zählt Goblins, dazu zählt Meervolk, was ich euch jetzt als erstes vorstelle, und dazu zählt auch die Sliver-Liste, die ich euch danach kurz einblenden werde. Ja, Remastery ist im Legacy auch ein Ding. Diese Decks basieren alle auf demselben System. Sie versuchen, über ihren Tribal Value zu generieren, Mana Denial mit Wasteland und Port zu fahren, also dem Gegner Mana versuchen wegzunehmen, während man selber mit Aetherfuelen keinen Temponachteil generiert und dann eben den Gegner relativ fix umzuboxen, während man versucht, ein paar Sachen aus dem Weg zu schießen oder den Gegner einfach zu umgehen. Jedes dieser Decks hat bestimmte Vorteile, jedes dieser Decks hat bestimmte Schwächen. Ihr habt verschiedenen Spice. Also ihr habt zum Beispiel bei Meervolk, Meervolk spielt relativ viele Lord-Effekte, die halt sagen, alle anderen Meervolks kriegen bloß 1-1 und Island Walk. Island ist ein relativ häufiger Typ im Legacy, wurde mir gesagt. Und auch die Duels zählen ja als Insel. Damit bekommt ihr bei Island Walk auch unblockbare Kreaturen, wenn der Gegner irgendwie ein Duel kontrolliert, was blau beinhaltet. Ihr seht auch hier Force of Will, Force of Negation. Früher hat man statt Force of Negation noch Daze gespielt. Das kann man auch machen, spart da auch ein bisschen Geld. Aber die Force of Will sind leider Gottes ziemlich gesetzt. Die Meervolk-Listen spielen oft mit Chalice of the Void. Ich persönlich bin da jetzt kein großer Fan von, weil Chalice of the Void und Aetherfiole sich ganz hart irgendwie beißen. Aber die Meervolk-Spieler schwören drauf. Es ist ein starkes Deck. Die Leute unterschätzen das aktuell ohne Ende. So ein True Nemesis, der einfach mit 6-4 um die Ecke kommt, das ist mächtig. Das kann halt in 3 Schlägen ausmachen, je nachdem wie viel man fetcht oder andere Sachen macht. Und der Gegner kann damit kaum interagieren. Der Island Walk ist mächtig, der Counter hier drin ist mächtig. Man hat einfach eine Kreaturenbasis, mit der man auch noch countern kann, weil man manche Kreaturen einfach benutzen kann zum Countern. Plus man hat Card Draw in den Kreaturen drin. Man hat Chalice, um den Gegner halt aus dem Spiel rauszulocken. Super, super gut. Ich habe jetzt glaube ich auch alle teuren Karten damit genannt. Ich könnte maximal noch das Phantasmal Image nennen, was einfach ein zusätzlicher Lord ist. Davon kann man auch ein bisschen runtergehen, so auf 2 oder so, und das passt komplett. Bei den Tribal Decks ist ein Faktor, der immer sehr teuer ist, Cavern of Souls. Cavern of Souls kostet irgendwie, glaube ich, aktuell 50 oder 60 Euro, braucht man 4 Stück von, braucht man aber auch in jedem Tribal Deck. Das Schöne daran ist, wenn ihr die 4 Caverns habt, könnt ihr euch von einem Tribal Deck zum nächsten rüberhangeln. Ihr könnt Meervolk anschauen, ihr könnt Goblins anschauen, ihr könnt theoretisch Eldrazi anschauen, das ist kein Vile Deck, aber ist auch ein Tribal Deck. Ihr könnt eben Sliver anschauen, ihr könnt Humans anschauen. Humans habe ich vollkommen vergessen zu erwähnen. Das gehört auch in dieses Vile-Ding da rein, wo ich jetzt eben 2 Stück mal exemplarisch für zeige. Das zweite Deck, was ich exemplarisch dafür zeige, ist Sliver. Das Geile an Sliver ist 5-Color. Man darf Remasuri spielen. Remasuri sind ikonische Kreaturen. Jeder hat in seinem Leben schon mal gesagt, Sliver. Sliver finde ich cool. Fast jeder, ich weiß, fast jeder. Tut mir leid. Auch hier, ihr seht schon, Force of Will, Aetherfiole, Wasteland, Cavern of Souls. Ich sag's immer wieder. Ihr seht, das sind immer wieder dieselben Karten. Das sind die Karten, die man spielt, wenn man keine Duel spielt, die trotzdem teuer sind, aber halt nicht so teuer wie ein Duel. Das sind Budget-Optionen. Was mich bei Sliver ein bisschen verstört hat, ist der Sliver-Hive. Was ist denn damit passiert? Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie teuer dieser Sliver-Hive ist. Ich glaube, er kostet zwischen 16 und 20 Euro das Stück. Für eine Karte, die noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Times War Remastered und dem geraden jetzt aktuellen Hype von Sliver zu tun. Weil aus irgendeinem Grund wären Sliver auch aktuell richtig teuer. Commander-Spieler, was tut ihr? Wobei ich den ganz tollen Sliver aktuell vergessen habe, der Gale Ride Sliver kostet irgendwie, ich glaube, 15 Euro oder so. Diese Karte ist unendlich teuer und sollte nicht so teuer sein. Ich habe meine, glaube ich, für 2 oder 5 Euro gekauft oder verkauft. Aber um die führt leider kein Weg drumherum. Man könnte den Winged Sliver spielen. Der ist halt um einiges schlechter. Im Sideboard hat man hier Force of Negation und Chalice. Chalice muss man hier auch nicht drin spielen, man kann sie da drin spielen. Force of Negation ist relativ wichtig. Ihr merkt schon, ich wiederhole immer wieder dieselben Karten. Genauso wiederhole ich mich mit diesem Deck. Die Vile Decks kriegen alle von mir so ein neutrales, weil viele Decks sind super cool, sie haben aber offensichtliche Schwierigkeiten und offensichtliche Schwächen. Goblin gegen Combo, Meervolk gegen Kontrolle, Humans ebenfalls gegen Kontrolle und Sliver wieder gegen Combo oder andere zu starke Agro-Decks. Moonred Prison. Ja, ich weiß, das Deck ist teurer als das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich muss es hier aber erwähnen. Moonred Prison war über Jahre hinweg das Deck, wo ich gesagt habe, damit könnt ihr easy einsteigen. Das Deck hat damals so 800, 900 Euro gekostet. Ihr hattet einfach 300 oder 350 bis 400 Euro den Core und dann halt nochmal 400 Euro City of Traitors. Die sind, wie ihr oben sehen könnt, teurer geworden. Es gibt nicht viele Alternativen dazu. Es gibt Listen, die 3 spielen und dann ein Crystal Vein. Finde ich persönlich nicht gut, aber kann man als Budget machen. Das cuttet schon mal 400 Euro raus.
aus. Ich möchte das Deck hier einfach erwähnen, weil es ist eigentlich nicht so teuer, bis auf die Cities. Aber davon gibt es eine Menge. Das Problem ist, dass dieses Deck halt wirklich 4 Cities spielt. Wenn es 2 Cities wären, würde es wahrscheinlich sogar ins Budget reinfallen. Und man kann das bestimmt mit 2 Cities anfangen und dann eben 2 Crystal Veins spielen, dann eben oder 2 Mountains dafür spielen und dann langsam sicher vielleicht noch eine City holen. Oder vielleicht merkt man, mit 3 funktioniert es auch oder sogar mit 2. Der Rest von dem Deck kostet nicht viel. Es ist ein Mono-Red Prison Deck, was einfach hingeht und sagt, alle unsere Länder sind Mountains. Auf jeden Fall hat der Gegner dann mit seinen schönen Duels, für die er tausende von Euro ausgegeben hat, Mounts. Während ihr halt mit Rebel Mastern, Khan the Great Creator oder eben der Chandra Torch of Deviance den Gegner langsam aber sicher kaputt schießt. Und ihr habt im Sideboard noch Leylines oder eben das komplette Wishboard, womit ihr mit dem Khan auf das Wishboard zugreifen könnt, um damit den Gegner aus dem Spiel rauszudrücken. Es ist ein cooles Deck, da kann man mit starten. Es geht um Budget, es geht um Anfangen, um ins Legacy reinzukommen. Das ist ein Deck dafür. Deswegen auch dieses Deck ein absolutes positives Plus von mir, wenn man dieses Budget irgendwie unter Kontrolle kriegt. Und jetzt dein Deck, da werden die meisten Leute abschalten. Weil alle Leute sehen den Preis und denken sich, jetzt dreht er völlig durch. Rede ist von Buck Hoggard. Buck Hoggard kostet in der Komplettfassung, wie ihr da sehen könnt, $6,000. Das ist voll nicht im Budget. Aber bleibt. Ich habe es getestet und es geht. Man verliert nicht viele Percentage. Jedes Budget-Deck verliert natürlich gegen ein komplett ausgebautes Deck Percentage. Und ich wollte hier einfach mit Moonred Prison und jetzt mit dem Hoggard-Decks mal so ein paar Decks zeigen, die easy peasy die Duels gegen Schockländer austauschen können. Das kann nicht jedes Deck. Ein Storm-Deck, ein Doomsday können sich es gar nicht leisten, die Schockländer zu spielen. Buck Hoggard ist ein Combo-Deck, das es sich leisten kann, Schockländer zu spielen. Natürlich verliert man bestimmte Matchups ein bisschen mehr. Man verliert öfter gegen Burn oder Blue-Red Relver. Damit zeigt man halt ab, wenn man sagt, hey, ich möchte das Deck spielen, aber es ist halt leicht schlechter, weil ich es on a budget spiele. Wenn man die Duels hier rausnimmt, verliert man $5,000 oder sowas im Preis von diesem Deck. Und damit sind wir wieder in unserem Budget drin. Ohne Probleme. Die Karten von Hoggard kosten fast nichts. Die meisten davon sind im Modern gebannt, kommen aus Modern Horizon, sind aus einer modernen Zeit-Area. Und theoretisch, wenn ich es richtig sehe, kann man das Deck komplett New Border spielen. Ich glaube, die zwei Karten, die immer mal wieder am teuersten sind und gleichzeitig auch immer wieder am günstigsten, sind Bloodghast und Vengevine. Das sind zwei Karten, die immer wieder, je nachdem, ob sie gerade im Modern Meta drin sind oder nicht, zwischen 50, 80 und 5 Euro kosten. Danach habt ihr, glaube ich, den Altar of Dementia. Den gibt es aus Modern Horizon 1. Und kostet, glaube ich, 7 Euro. Im Sideboard habt ihr Thoughtseize, Force of Vigor oder auch Ass Trophy, die einfach ein bisschen teurer sind. Ja, aber ihr braucht halt irgendeine Art von Gegnerinteraktion. Main Deck ist halt wirklich nicht so teuer. Die Fetchländer natürlich auch hier wieder. Könnt ihr natürlich einfach die schwarz-roten nehmen, wenn ihr halt wirklich nur mit Swarms spielt. Wenn ihr da unbedingt irgendwie einen Forest reinbringen wollt oder eine Insel, aus welchen Gründen ihr das auch immer macht, müsst ihr halt auf die schwarz-blauen überswitchen. Aber auch die sind relativ günstig und suchen euch alle eure Länder aus eurem Deck. Ich würde euch empfehlen, einfach die meisten Duels durch Schockländer zu ersetzen und dann eben die Fetchländer möglichst die günstigen schwarzen zu nehmen. Damit habt ihr einfach ein Budget-Deck und es ist ein Budget-Combo-Deck, was über euren Friedhof versucht, möglichst viel in euren Friedhof zu bekommen, um möglichst oft den Hoggard zu spielen, um entweder einen Beatdown zu haben mit den Vengevine oder mit Altar of Dementia den Gegner auszumillen. Es spielt sehr cool um den Gegner drumherum, das heißt, man interagiert nicht ganz so krass mit dem Gegner, deswegen ist es sehr cool als Anfängerdeck, weil man eben lernt, okay, welche Karten interessieren ein Gravejet-Deck, was kann mein Gegner haben und man sieht beim Millen immer wieder die Gegnerdecks und denkt sich, ah, dieses Deck spielt also diese Karte, cool. So, das Deck, wo die meisten wahrscheinlich aktuell drauf gewartet haben, auch ein Combo-Deck, auch schwarz-grün. Ich sehe da eine Redundanz. Dark Depths. Ein Deck, das nicht Budget irgendwelche Vorschläge hat mit das könnt ihr sparen, das könnt ihr machen. Es gibt schon eine Budgetliste, die gleichzeitig aktuell im Meta besser ist als die teure Liste. Und zwar Rainbow Depths. Rainbow Depths spielt im Endeffekt schwarz, blau, grün. Man spielt einfach Rainbow Lands, wie zum Beispiel Mana Confluence, City of Brass oder auch manchmal Gemstone Mine. Diese Länder sorgen dafür, dass ihr immer das passende Mana habt. Ihr habt noch andere Optionen, ihr habt noch andere Länder drin, wie zum Beispiel das Urborg, was einfach schön eure Mana-Versatilität anfängt. Gerade hier auch der Punkt, Mana Confluence ist ein bisschen teurer als die City of Brass. Man könnte City of Brass spielen, aber Mana Confluence ist halt wirklich, wirklich besser in einem Format, wo Re'Shadenport eine Karte ist,
und man auch selber mit Urborg manchmal an diesem Damage vorbei sein Land tappen möchte für ein schwarzes. Das kann man halt mit City of Brass nicht. Ansonsten, viele der Karten, wie jetzt zum Beispiel auch das genannte Urborg, wurden jetzt neulich im Times Square Remastered reprintet. Thespian Stage und Dark Depths haben auch mittlerweile relativ viele Reprints und sind gar nicht mehr so teuer. Und wenn man unbedingt möchte, kann man vielleicht dieses eine Wasteland, was man spielt, gegen ein Ghost Quarter austauschen. Machen manche Leute, kann man machen, wie man möchte. Ich persönlich mag das Wasteland, aber ich verstehe, warum man Ghost Quarter spielt, weil auch Ghost Quarter hat seine Vorteile. Teure Karten sind Lotus Petal. Lotus Petal kostet, glaube ich, auch so 5 bis 7 Euro. Wurde auch jetzt in der Liste gereprintet, soweit ich weiß. Schlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. Ist aber eine okaye Karte, spielt man in manchen Decks und das ist auch nicht die Welt. Anders als zum Beispiel der Elfish Spirit Guide. Elfish Spirit Guide kostet unendlich viel und man braucht ihn hier, weil er grün macht. Man kann ihn nicht durch Siamen Spirit Guide ersetzen. Das ist so zum Kotzen. Aber naja, ich habe jetzt die Hoffnung, dass jetzt, wo Siamen Spirit Guide in Modern gebannt ist, wir vielleicht Elfish Spirit Guide ins Modern bekommen, in Modern Horizon 2. Mal sehen. Die anderen teuren Karten sind sowas wie Thoughtseize, die man einfach benutzt, damit man weiß, was der Gegner spielt. Und man ist anfällig gegen Swords to Plowshares, deswegen muss man die Karte einfach aus der Gegnerhand bekommen. Man hat auch hier Leyline of the Void, Force of Vigor, so die altbekannten Problemkarten, die nicht ganz so günstig sind, aber eben auch vollkommen im Rahmen sind. Stifle ist ein bisschen seltsam. Stifle wird hier angegeben irgendwie mit 30, 40 Dollar. Das Deck ist super günstig, es macht super viel Spaß, es kann um super viel herumspielen. Es ist wirklich ein starkes Deck, was ich mit manchen Decks auch richtig hart fürchte und es ist ein super Budget-Deck. Allerdings hat es sehr viel Interaktion. Man muss die Combo verstehen, man muss verstehen, wie man um bestimmte Sachen herumspielt. Deswegen gebe ich dem ganzen Deck nur einen neutral, weil das Deck ist schwierig. Es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall schwieriger wie das grün-schwarze Depths. Aber das grün-schwarze Depths ist halt nicht Budget. Auch dieses Deck, ich habe es glaube ich bei den letzten paar Decks vergessen, aber die meisten Decks davon sind, sobald es Combo-Decks sind, Side-Decks. Auch die Aetherfuel-Decks können Side-Decks sein, wenn es nicht Texas ist. Dieses Deck ist kein Side-Deck. Rainbow Depths ist, oder Sulta Depths, wie man es auch immer nennen möchte, ist für mich ein Main-Deck. Das muss man Main-Deck spielen, damit man um den Hater rumspielt, damit man aktiv sich damit beschäftigt, was in der Meta aktuell läuft und worum man spielen muss und wie man das Deck vielleicht leicht anpassen muss. Dennoch, es ist ein cooles Deck, deswegen auf jeden Fall neutral, fast schon positiv. Und das nächste Combo-Deck. Was ist denn heute los? Also Combo scheint Budget-Optionen zu haben. Wir haben Omnitail, und zwar Mono Blue Omnitail. Man kann das Deck auch mit Sneak and Show spielen, man kann es mit Weiß spielen, mit Teferi und ähnlichem. Man kann es aber auch Mono Blue spielen. Omnitail ist ein Deck, was versucht, Show and Tell zu spielen, wo beide Spieler eine Kreatur, ein Artefakt oder eine Verzauberung ins Spiel bringen können und dann ein Omniscience ins Spiel zu legen, was eben sagt, man kann Karten spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, was ziemlich mächtig ist, wenn man dann in Emrakul für 0 Mana castet, einen Extra-Turn bekommt und zuhauen darf. Oder man eben Karten wie Cunning Wish hat, wo man eben sagt, für Cunning Wish, man sucht eine Spontan-Zauberkarte aus dem Sideboard und combot damit. All das ist möglich. Man ist ein bisschen anfälliger, weil man eben nur Show and Tell hat gegen Karten, wie jetzt diese neue aus Strixhaven, die einen Spell countert und den dann aus dem Deck removed und aus der Hand. Oder eben Surgical Extraction. Aber es ist trotzdem ein cooles Deck. Es ist ein Viable Deck und ihr könnt auch mit euch mit Show and Tell Spieler unterhalten. Es gibt sehr viele Matches, wo Show and Tell into Omniscience der einzige Weg ist, wie man gewinnt und Sneak Attack völlig außen vor sein kann. Teure Karten habt ihr. Force of Will. Blaue Fetchländer, hier wieder der Hinweis, blaue Fetchländer können auch günstig sein. Ihr müsst nicht blau-rot spielen, ihr müsst nicht blau-grün spielen, ihr könnt auch blau-weiß und blau-schwarz spielen. Dieses Deck hier spielt Crystal Vein, wie ihr seht. Da kann man auch wieder die Argumentation bringen, dass City of Traitor geiler ist. Crystal Vein kann man aber auch in diesem Deck tatsächlich besser benutzen. Weil man muss es nicht direkt knacken für eben 2 Mana. Man kann dieses Mana trotzdem zur Seite haben für das, was man es braucht. Tatsächlich ist Crystal Vein in diesem Deck gar nicht mal so schlecht. Und das ist der Grund für diesen Budget-Sprung. Ja, da steht 1,6. Wie gesagt, ihr müsst davon einiges abziehen. Weitere teure Karten, wie zum Beispiel Emrakul, war jetzt neulich auf der Liste. Grizzlebrand kriegt ihr in Grand Prix-Promo relativ günstig. Show and Tell hatte lange keinen Reprint mehr. Ist, glaube ich, so ein knapp 20-Euro-Karte. Ja, das ist halt teurer. Oder es ist eine 15-Euro-Karte oder 12-Euro-Karte. Ich weiß es nicht mehr genau. Die ist ein bisschen teurer, aber auch die ist alles noch im Rahmen. Warum die Omniscience so unendlich teuer ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da ein Pioneer-Deck gibt oder ein Commander-Deck. Ich weiß es nicht. Omniscience ist unendlich teuer. Auch die hat einen Reprint in M20, glaube ich. Oder M21. Aber warum die so teuer hier angegeben ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, was die kostet. Sie ist auf jeden Fall nicht so teuer wie hier angegeben. Zumindest laut meinem Stand der Information. Im Sideboard findet ihr 2 Force of Negation. Die müsst ihr nicht unbedingt spielen. Manchmal kann man auch dort eher mit Flusterstorm, der auch schon teilweise Mainboard ist, oder ein
einfaches Daze haben. Aber Force of Negation ist mal wieder hier auch eine sehr, sehr gute Karte. Ansonsten, Boseju ist, glaube ich, das teuerste Land, was nicht Fetch ist. Und Boseju ist auch eine sehr wichtige Karte und eine sehr coole Karte. Ist aber eine Karte, die man außerhalb von diesem Deck praktisch nirgendwo sieht. Und ja, aber von Mono Blue Omnitel kommt ihr auf jeden Fall weiter ins Format. Ihr seht, wie die Gegner damit interagieren, was die Gegner dagegen spielen gegen euer Deck und wie ihr eben dagegen Antworten finden könnt. Sehr cooles Deck für Anfänger. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall einen positiven Punkt dran geben. Würde ich empfehlen. Also eine positive Review für Budget. So, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit nur Combo-Decks haben, habe ich ein Deck gefunden und habe es getestet, muss sagen, das ist gar nicht so kacke. Und zwar ist es ein Mono-Black-Deck, was auf den ersten Blick aussieht wie ein Smallpox, Pox-Style-Deck, was aber irgendwie nicht ganz so poxig ist, wie man das denkt. Dieses Deck, was einfach als B-Deck, also als Black-Deck gekennzeichnet ist, weiß ich noch nicht mal, wie ich das irgendwie betiteln würde. Früher würde so ein Deck The Gate gehießen haben. Ich vermute auch, dass dieses Deck aus The Gate entstanden ist, aber das ist halt kein Gate-Deck, weil es spielt den Gatekeeper auf Malakir nicht. Das Deck ist ziemlich cool und zwar läuft es über eine Kontrollschiene ab, beide Decks runter zu grinden auf Low-Hand-Karten, Low-Mana, Low-Kreaturen auf dem Feld und dann eben mit Sachen wie Star Confident mehr Karten zu ziehen oder eben einfach mit dem Saurus relativ schnell in drei Zügen auszumachen. Ihr spielt coole ikonische Karten, wie zum Beispiel den Dark Confident, wie Liliana of the Veil. Ja, die kosten alle ein bisschen Geld, aber ihr seht zum Beispiel auch schon in der Mana-Basis, das Deck ist relativ Swamp-Heavy und damit ist es ein Basic-Land-Heaviges Deck. Ihr habt auch hier die Wastelands, die sind hier leider vonnöten. Ihr habt die Castle of Locked Twain, die sind aktuell ziemlich cool und auch gar nicht mal so teuer und die sind gut und ich weiß nicht, warum man die nicht so viel spielt, wie man sie sollte, gerade im Legacy. Mishra's Factory kriegt ihr auch irgendwie für 10 Cent hinterhergeschmissen aus der richtigen Edition. Bitter Blossom ist ein bisschen teurer. Thoughtseize, auch hier, ich habe es schon oft erwähnt, Thoughtseize ist halt eine der Karten, die halt ein bisschen mehr kostet. Und wie gesagt, Liliana of the Veil ist aktuell, wird sie auch wieder teurer. Sie war zwischenzeitlich auf knapp 50, 55 Euro, wird jetzt geht schon wieder Richtung 65, 70. Davon braucht man halt leider 4 Stück. Die sind halt ein bisschen teurer, aber okay, es ist immer noch eine Liliana of the Veil. Ähnliches Argument habe ich mit Dark Confident. Ansonsten wie immer, Leyline, Sideboard. Sideboard ist auch die andere Lili, die auch nicht so günstig ist. Also die Liliana Last Hope. Die ist als Removal ziemlich gut, würde ich auch spielen. Eine Karte, die ich in dem Deck richtig cool finde, ist tatsächlich die Damping Sphere, weil sie eben diesen Stormspieler unterbindet. Sie unterbindet Großmana-Decks und ist einfach eine coole Karte. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr spielt. Aber dieses Budget-Deck wollte ich euch hier einfach mal in die Liste reinhauen, auch um das ganze Combo ein bisschen abzubreaken, weil wir kommen jetzt noch zu ein paar Combo-Decks. Deswegen, ich gebe dem Deck ein Neutral, weil es, ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich weiß nicht, wie weit man von diesem Deck auf ein anderes Deck kommt, außer jetzt auf Pox, wo man Milliarden reinstecken kann. Das nächste Deck, was wir haben, ist Ruby Storm. Kommen wir zu Ruby Storm. Ruby Storm ist die Möglichkeit, in Legacy budgetmäßig Storm zu spielen. Storm bedeutet, wir versuchen in einer Runde möglichst viele Zauber zu spielen, indem wir eben zum Beispiel Rituale spielen, die uns mehr Mana geben und dann spielen wir Rituale, die uns mehr Mana geben und hin und wieder ziehen wir eine Karte und dann spielen wir Rituale, die uns mehr Mana geben, dann spielen wir einen Suchzauber und dann spielen wir eine Stormkarte. Funktioniert ähnlich wie das normale ANT oder das normale Tess, nur eben in Mono-Rot. Da die Mono-Roten Rituale ziemlich kacke sind, müssen wir die verbessern. Dadurch haben wir jetzt zum Beispiel aus Kaltheim die Birgi, die ganz neue Göttin. Ruby Medaillon, was aus irgendeinem Grund bockteuer geworden ist. Das war in dem roten Commander-Deck drin und ich glaube, seitdem hat es keinen Reprint mehr gesehen. Ich mir dachte, uff, okay, stimmt, das ist lange her. Bockteure Karte, also bockteuer heißt hier in dem Fall irgendwas um die 20, 30 Euro, glaube ich. Aber es ist für so ein Deck halt schon sehr teuer. Aber wir brauchen sie halt, um irgendwie die Mana-Kosten runterzuschrauben. Ihr seht schon, die altbekannte City of Traitors ist hier drin. Auch in diesem Deck kann die City of Traitors meiner Meinung nach ein Crystal Vane sein, ohne Probleme. Ancient Tombs sind nicht mehr so teuer. Ist meistens das einhergehende Land. Das habe ich meistens gar nicht erwähnt, fällt mir gerade auf. Ist das halt so. Die kosten jetzt auch nicht mehr die Welt. Dementsprechend habe ich sie da einfach rausgelassen. Andere teure Karten. Lotus Petal hatten wir auch schon besprochen. Und Jeskha's Will. Das ist eine Karte, die aus Commander Legends am Anfang 50 Cent wert war und mittlerweile echt teuer ist. Also so ein 10er oder 15 Euro zahlt ihr dafür. Und die Leute haben sie am Anfang vollkommen übersehen. In diesem Deck ist sie der absolute Wahnsinn. Sonst an teuren Karten habt ihr, glaube ich, im Sideboard noch 2 Blood Moons und ja, der Rest kostet nicht so viel, wie ihr oben auch schon seht. Würde ich das Deck am Anfang empfehlen? Nein. Es ist, ich glaube, das zweite Minus jetzt erst, aber es ist das zweite Negative. Wenn ich natürlich einen Spieler habe, der da kommt und sagt, ey, ich spiele Modern Storm, ich würde auch gerne im Legacy Storm spielen, ich habe Bock auf Storm, dann würde ich sagen, hier hast du Mono Red Storm, das ist auf jeden Fall günstiger wie alles, was ANT oder Tess heißt. Aber jemand, der sagt, hey, ich würde einfach mal gerne ins Legacy einschauen, ich würde mal gerne sehen, was das Format so macht und hast du vielleicht eine coole Combo-Interaktion für mich, das ist ein sehr schwieriges Deck, was das angeht, um Leuten das
das zu erklären und um Leuten auch irgendwie Spaß an dem Format zu geben. Dann kommen wir zum vorletzten Deck. Auch das ist Monorot. Monorot scheint Budget zu sein. Surprise! Und zwar Painter's Servant. Ja, ich weiß, da steht 2000. Ist es nicht. Nicht mal ansatzweise. Painter's Servant, die Karte selber ist ziemlich teuer, seit sie im Commander erlaubt ist. Zumindest laut meinen Informationen. Aber vielleicht kommt man da ja noch günstig dran. Weil das Deck ist ein ganz gutes Deck. Es macht zwei Sachen. Erstens, es spielt Painter's Servant und sagt, alle Karten sind blau. Dann spielt man den Grindstone, das ist eine relativ alte Karte. Die sagt halt, für 3 Mana kann man ihn tappen. Und ein Spieler unserer Wahl mildt 2 Karten. Also legt 2 Karten vom Deck auf den Friedhof. Wenn das dieselben Farben sind, dann macht er das nochmal und nochmal. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Bis das Deck halt leer ist. Das ist ganz cool. Es gibt Decks, die mit Helm of Obedience arbeiten, die das ähnlich tun, die auch so eine Rest in Peace, Helm of Obedience oder Leyline und Helm of Obedience machen, der das ähnlich macht. Painter macht das eben über Painter's Servant. Wir nutzen den Painter's Servant auch noch für andere Dinge. Und zwar spielen wir Red Elemental Blasts bzw. Pyroblasts, die eben blaue Permanente zerstören oder blaue Spells kontern. Wenn alles blau ist, können wir damit sogar Länder zerstören. Hammer. Super cool. Macht super viel Spaß. Und hat jetzt auch mit dem Goblin Engineer und so weiter richtig, richtig nochmal Power gekriegt, was richtig cool ist. Und ich mag das Deck einfach. Ich finde das cool. Wir haben 2 City of Traitors. Die kann man cutten. Meiner Meinung nach. Auch hier kann man Crystal Veins spielen. Auch hier kann man einfach sagen, okay, die benutze ich gar nicht, sondern benutze irgendwelche 2 Effektländer dafür. Ist gar kein Problem. Im Winter's Flare habe ich dafür schon gesehen. Hammergute Karte dafür. Super. Probiert's aus. Ihr braucht die beiden nicht. Der Grindstone wird hier 4 Grindstone mit irgendwie 120 Euro. Das ist relativ akkurat. Die kosten, glaube ich, 25 Euro das Stück oder so, wenn ich es letztes Mal nachgeguckt habe. Das ist schon ein bisschen her. Schlagt mich nicht dafür. Ich weiß, aber man kommt relativ okay im Budget dran. Und ja, an die ist schwierig anzukommen. Vielleicht kommt davon ja irgendwann hoffentlich mal ein Reprint. Ihr spielt auch hier Khan the Great Creator. Der wird aktuell ein bisschen teurer, aber er ist halt immer noch unter 10 Euro und damit halt easy peasy zu benutzen, weil ihr habt richtig coole Karten damit im Sideboard und ihr spielt ein Artefakt-Deck und ihr habt auch hier diesen Sideboard-Lock, den ihr auch im Moonred Prison habt und dieses Möchtegern-Sideboard zum Raussuchen. Hammer, und ihr könnt die Karten trotzdem reinboarden, weil ihr spielt nur 2 Khans und Chandras und geil, es macht wirklich, wirklich Spaß und es ist ein cooles AB-Combo-Deck, was eben auch noch andere Aktionen hat. Aber die Liste, die ich euch einblende, spielt eine Phyrexian Dreadnought. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte diese Liste hier drin haben, um euch zu sagen, das wird hin und wieder mal gespielt, das finde ich kacke. Der Phyrexian Dreadnought hat da drin nichts zu suchen, deswegen habe ich hier mal eine andere Liste für euch, die sehr viel straighter ist, wie ihr seht. Aber ich finde, eine Mischung aus beiden Listen wäre halt viel cooler. Weil ich finde zum Beispiel den Seasoned Pyromancer nicht so geil, genau wie ich den Dreadnought nicht geil finde. Aber es gibt ja auch noch Tutoren wie den Imperial Recruiter, der auch ein paar Reprints hat und auch nicht mehr so teuer ist, den man sich mittlerweile leisten kann, der in dem Deck einfach awesome ist. Und Blood Moon Kreaturen, wie zum Beispiel Magus of the Moon, finde ich cooler als Blood Moon selber. Und ja, das ist so ein Deck, da kann man ganz viel mischen. Ihr könnt ganz viel verschiedene Sachen spielen. Ihr braucht halt diese AB und deswegen wollte ich euch die beiden Listen mal reinschieben. Das Deck gibt für mich, auch wenn ich super gehypt dafür bin, leider nur neutral, weil es eben sehr viele Leute kennen. Die Interaktion der Combo ist einfach, aber alles drumherum ist etwas schwieriger. Gerade für Leute, die in ein Format einsteigen wollen, die wollen eine Liste haben, die Budget ist, die sie spielen können. Das kann ich bei Painter leider nicht bieten, sondern ich kann euch einen Core geben und daraus könnt ihr was machen. Und dann zu guter Letzt komme ich zu einem kleinen, meiner Meinung nach, Wehmutstropfen. Ninjas. Ninjas ist eins meiner Lieblingsdecks. Ich finde das Deck großartig. Das Deck hat meiner Meinung nach sehr wenige Schwächen, aber sehr viele Stärken. Gerade die Blue-Black-Version, jetzt wo Oko endlich weg ist. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ein Deck, in dem man Ornithopter spielen kann, im Legacy, nicht cool sein muss. Automatisch. Plus ihr spielt Ninjas. Ihr seht schon, die Kreaturenbasis kostet nichts. Bei der Zauberbasis, altbekannt, Force of Will, teure Karte. Force of Negation ist auch noch eine mit dabei, auch teure Karte. Ansonsten kosten die Karten auch hier nichts. Retro für der Foundry. 4 Stück. Ich spiele persönlich lieber 3. Ist eine relativ teure Karte, weil es bisher nur in einem Commander-Deck gedruckt wurde. Aber es ist eine coole Karte, die auch irgendwie so 12 bis 16 Euro kostet, soweit ich weiß. Ist also voll im Budget drin und macht das Deck so unendlich gut. Ist einfach eine gute Karte, die kann man dafür benutzen. Und dann kommen wir zum leidigen Thema. Dieses Deck, ein zweifarbiges Deck. Dieses Deck kann eine Menge Basics spielen. Aber ihr könnt das Underground Sea, was ihr hier seht, gegen einen Wardrobe Grave austauschen. Damit verliert ihr nicht ganz so viele Prozente, gewinnt aber eine Menge Budget. Genauso die Fetchländer, ihr braucht die Polluted Deltas, die sind zum Glück nicht so teuer. Und danach eben blaue oder schwarze Duels, sucht euch da wirklich günstig raus, was ihr auf jeden Fall braucht. Und das ist eben der Knackpunkt, weil die ist auch nicht mehr so günstig, aber sie ist immer noch günstiger als manche andere Fetchländer, ist die Vista. Die Prismatic Vista ist wichtig für euch. Ansonsten, viel von dem Preis, der da oben steht, kommt eben aus dem Duel
und eben aus diesem Nilrod im Sideboard. Ich habe noch nie Nilrod im Sideboard von den Ninjas gespielt. Ich finde das Quatsch. Wenn ihr ein Sideboard sehen wollt, auch dieses Sideboard hier finde ich nicht ganz so geil. Wenn ihr ein Sideboard sehen wollt, ich habe einen Deck-Tag dazu gemacht. Guckt euch da das Sideboard an. Es ist nicht viel, was da drin ist. Und ich habe keine Force of Negation im Sideboard. Brauche ich nicht. Die teuren Karten daraus sind die Leylines und die Thoughtseize. Surprise, Leylines und Thoughtseize. Aber okay, ich wollte euch das Ninjas hier reintun, weil es ist ein Budget-Deck, wenn man es möchte. Man kann es Budget bauen, wenn man halt die Force of Will hat. Force of Will ist halt hier wirklich, ihr habt es gesehen, jedes blaue Deck hatte Force of Will, nicht jedes blaue Deck hatte Brainstorm. Auch eine Menge Decks hatten Brainstorm, aber die ist halt nicht teuer. Aber jedes Deck hatte Force of Will. Das heißt, wenn ihr die Force of Will habt, habt ihr auf jeden Fall schon eine ganze Menge Optionen in den blauen Decks, irgendwo was anzufangen oder was eben zu spielen. Ninjas kriegt für mich auf jeden Fall einen positiven Aspekt im Budget-Bereich, wenn man es als Budget spielt. Man verliert nicht viel, man kann es spielen, man spielt ein Beatdown-Deck, man hat coole Interaktionen, man verliert nicht automatisch gegen Combo, man verliert nicht gegen Großmana-Decks. Deswegen wollte ich aber Ninjas hier reinnehmen und ja, Ninjas kann auch ein Side-Deck sein, ist für mich zum Beispiel ein Side-Deck und ja. Ich glaube, damit haben wir die erste Runde durch. Video ist lang genug. Ich hoffe, ihr hattet irgendwelche Decks da drin, die ihr budgetmäßig cool fandet. Was ich nicht möchte, und das möchte ich hier nochmal betonen, schickt mir jetzt bitte nicht alle irgendwie auf Instagram, Discord oder sonst wo eure Listen so, ey, das ist auch eine Budgetliste, die spiele ich aktuell. Es gibt eine Menge Budgetlisten. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Budgetliste, wenn sie, sofern sie denn funktioniert, unten in die Kommentare reinknallen. Ich habe eine Menge gecovert und bitte seht mir nach, wenn mein Budgetbegriff nicht euer Budgetbegriff ist und ich manchmal diesen Budgetbegriff auch ein bisschen gedehnt habe, um euch ein paar Decks zu zeigen, mit denen man cool ins Format einsteigen kann, für die man eben nicht seine Niere verkaufen muss. Ich habe auch die Idee, mal ein Blackie erklärt zu machen über bestimmte Cores, wie zum Beispiel den Nick Fit Core, den man ja auch relativ Budget bauen kann, oder eben, was ist so ein Etherwild Core mit eben Wasteland Port, was bedeutet das, warum macht man das? So ein bisschen eine Core-Besprechung von Legacy, weil man kann ganz oft einfach sagen, okay, man nimmt einfach 3-4 Core-Engines, die man hat im Legacy und schiebt die zusammen zu einem funktionierenden Deck. So ähnlich funktioniert Esper Vile. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das ja in die Kommentare hauen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte, bitte ein Like da. Das hilft mir, dadurch auch gleichzeitig euch. Und ja, für mehr Content in Richtung Legacy oder auch sowas wie hier Blackie Talks oder Erklärvideos oder ähnliches, abonniert den Channel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, neuer Blackseed. Ciao, ciao.